Okay, er hat sich völlig wiederhergestellt. Das Werk geht ziemlich hartnäckig. Wie ich schon gesagt habe, ich muss dich besiegen. Und jetzt sag's mir doch endlich. Was habe ich getan? Du weißt es wirklich nicht? Das sage ich doch die ganze Zeit. Ich will keine... Ich wollte... Was? Spüre nun den Schmerz, den du anderen verursacht hast. Ich bring's zu Ende, indem ich dich besiege. Ach, glaub nicht, dass ich... dass ich mich geschlagen hab. Du dreckiger... Ohne Bengel. Hier, friss. Ja, klar! Ich stelle mich auch irgendwie zu selten dämlich an hier. Und ich habe ihn besiegt. Level up. Boah. Ach, was ist los? Los, gib mir doch den Rest, so wie du es bei den anderen gemacht hast. Warum hast du Schokolade und L getötet? Was? Antworte mir. L und Schokolade? Ja. Du hast sie getötet. Das stimmt nicht. Nein, das war ich nicht. Das war ich nicht, oder? Da sagt schon alles aus. Er hat die Thronschwelle für einen Moment überschritten. Er hat es fast geschafft. Es ist zu gefährlich, es noch weiter zu forcieren. Red? Ich hab's nicht geschafft. Beruhige dich, wir sind fertig. Geh schon mal zurück und ruh dich aus. Ich mache hier alles fertig. Hä? Na gut, okay. Ja, die Zielstufe überschritten, aber es sind noch einige ungewollte Muster vorhanden. Entschuldigung. Was? Red sieht, als ob er starke Schmerzen leiden würde. Es ist wirklich sicher, dass die Sache fortzuführen. Im Moment muss ich euch bitten, mir einfach zu vertrauen. Red ist unsere einzige Hoffnung, die beiden zu bekämpfen, falls sie wieder angreifen. Ich kann also nichts tun, außer zu vertrauen. Ja, aber ich bitte euch nicht, mir zu vertrauen, sondern auf Reds wahre potenzielle Kraft. Ja. Okay. Apropos, was ist los? Geht's dir gut? Nein, irgendwie nicht. Ich bin so müde. Von den Ergebnissen her bin ich mir sicher, dass du es fast geschafft hast. Aha, wir machen also weiter. Bereit? Ja, diese nächste Simulation wird die letzte sein. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Er sieht echt bekifft aus. Oder ja, nur sehr müde. Eventuell spürst du, wie sich deine Art Druck auf deinen Geist legt. Und was kommt als nächstes? Deine Kraft muss erweckt werden. Okay, ihr sagt immer noch das gleiche. Lekumio, was sagt ihr? Okay, ich rede noch mit meiner angeblichen Schwester. Okay. Die nächste Mutation wird wahrscheinlich die letzte sein. Hoffe ich jetzt mal. Ich werde die Sachen ans Licht holen, die am tiefsten in deiner Erinnerung schlummern. Alles weitere erkläre ich dir später. Also, was kommt dieses Mal? Ich erkläre dir später. Aber es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass... Nein, schon gut. Du musst es so oder so selbst durchmachen. Ja, ich weiß. Ich habe keine andere Wahl. Hehe. Fast wieder 10 Minuten. Bist du bereit? Damit wirst du nicht vielleicht an... Damit wirst du dich vielleicht an etwas hindern, das du tief in dir vergraben hast. Wenn das passiert, dann... Hey? Was? Bist du ich? Tja, wer weiß.
Such mich doch, wenn du das wirklich wissen willst. Hey, warte! Ach, das da. Wo bin ich? Und wo ist hier... Und wo ist der hingerannt? Wer bist du denn? Schwarzer Schatten. Wer sind sie? Schön, dich wiederzusehen. Hä? Du kannst weder schwarz noch weiß werden. Deshalb bist du der rote Red. Hey! Niemand will dich. Wovon redest du überhaupt? Okay. Klingt schon irgendwie düster. Nein, da will ich noch nicht. Red? Du weißt, wer ich bin? Du solltest nicht hier sein. Du darfst nicht hier sein. Wer bist du? Die Musik ist schon irgendwie traurig. Okay. Ich gehe gleich auch in den Raum rein. Aber erstmal will ich mal hier alles untersuchen. Ich wusste es doch. Und da habe ich 5 P-Kristalle. Kannst du es? Was soll ich können? Ich konnte es nicht, also... Mach's gut. Hey! Okay. Ich rede einfach mit dem Typen mal jetzt. Das ist unser Lieblingsraum. Ist er das? Ja, du hast recht. Ich finde es auch so. Niemand außer uns kennt diesen Ort. Ja, stimmt. Ich muss mich zum Ra- Okay, das war früher sein Spielraum. Die Musik ist schon traurig. WTF. Was ist das? Ich habe das Gefühl, als ob ich einen Ort kennen würde, der diesen sehr ähnlich ist. Warte, kann ich erstmal da durch? Achso, so geht das. Okay, jetzt habe ich 7. Okay, ich dachte schon. Man kann einfach ins Nichts fallen. Geht klar. Hier ist nichts, okay. Mama mia. Hey, wer ist das denn? Das ist... Ich hab's. Stimmt, das ist das Waisenhaus, in dem Schokolade und ich waren. Red. Die Leiterin des Waisenhauses. Vielleicht erinnerst du dich nicht, weil du glaubst, dass du es nicht musst. Wichtig ist, was du in deiner Zukunft machst. Ich weiß. Das haben sie mir immer wieder gesagt. Das stimmt, Red, du bist liebenswürdig und du bist stark. Aber was ist, wenn ich mich erinnere? Red. Dieser Ort. Hab ich dich. Da bist du ja endlich. Sag's mir, wer bist du? Wo war ich? Was war das für ein Ort? Ich bin's. Ich bin das du vergessen hast. Dieser Ort war ein Fragment deiner vergessenen Erinnerung. Was hat das zu bedeuten?
Und wie sieht's aus? Möchtest du versuchen, dich an noch mehr zu erinnern? Was ist mit dem Jungen vor? Die Stimme einer jungen Frau? Er ist nicht so viel wert, wie du zu meinen glaubst. Eine andere männliche Stimme? Er ist ein Misserfolg, das heißt... Warte, nur noch ein bisschen. Ey, die sieht aus wie Merville. Ich hab Angst, ich hab solche Angst. Ah, was ist das für ein seltsames Gefühl? Das Einzige, was mit ihm machen können, ist ihn entsorgen. WTF, sag jetzt nicht, dass es Red, der weggeworfen wird. Scheiße, Mann, der wurde weggeworfen. Red, wach auf! Ich hab Angst. Ich hab solche Angst. Red, weißt du, wer ich bin? Merville. Genau, bist du in Ordnung? Was zum... Nur ein weiterer Traum, ha. Wir sind fertig, du kannst gehen. Aha, das ist die Verbindung zwischen Merville und Red. Die Ergebnisse sind, es sind immer noch ein paar kleine Anpassungen nötig. Okay. Ich trinke mal ein bisschen was. Du bist ziemlich erschöpft. Ich möchte trotzdem noch ein paar Anpassungen vornehmen. Wäre das okay für dich? Ja. Dann lass uns hier ins Labor gehen. Okay. Und es geht weiter. Beinahe, aber du kannst die Schwelle des Erwachens nicht überschreiten. Warum? Hahaha. Lass uns eine Pause machen. Oh. Dieses Gehirnwäschemuster. Wo bin ich? Geh! Nein, ich werde nicht gehen. Bin ich das? Du kannst nicht länger hier bleiben. Warum nicht? Mit wem spreche ich überhaupt? Misslungene Experimente werden zerstört. Wenn du das nicht willst, dann geh. Nimm diesen Roboter. Für dich wird der Dahak. Oh. Und versuch alles zu vergessen. Geh nun. Aha. Red? Hahaha. Was bin ich? Ein misslungenes Experiment? Ja, er hat's rausbekommen. Ruh dich erstmal aus. Okay, ich bin ganz durcheinander. Red. Merville, kann ich dich kurz sprechen? El? Wo ist Red? Ah. Wie du siehst, ist er erschöpft und schläft. Ich bin zwar tatsächlich erschöpft, aber ich schlafe nicht. Ich fühle mich so schwer. Vielleicht sollte ich mich mal weiter ausruhen. Und wir sehen uns im nächsten Part.